Oh. Okay, da liegt ein Buch. Ist das was Besonderes? Nee. Schreibtisch kann man doch bestimmt noch öffnen. Ist aber nichts drin. In der Kommode ist wahrscheinlich was drin, oder? Krücke. Nee, brauche ich nicht. So. Aha! Wow, was? Wo? Macht Spaß? Ja, zum 100. Mal. Wann verstehst du es endlich? So, kannst du ja gar nicht wissen. Die anderen sind ja alle tot. Ich könnte es dir ja schlecht erzählt haben. So, nehmen wir mit. Was haben wir hier noch? Schachtel Zigaretten. Zigaretten. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Hallo? Du kannst dich nicht ewig verstecken. Ich verstecke mich doch gar nicht. Du bist derjenige, der hier durch die Gegend rennt wie ein Irrer. Ich hab da was für dich. Nee, du wirfst das Dynamit, ich sag's dir. Ah, da kommt er, glaube ich, jetzt. Oder? Wo ist der denn? Hallo? Ich werde dich finden. Und das ist der, der gerade auf der anderen Seite ist. Da können wir da überhaupt hin? So. Der Typ ist doch wirklich da hinten, ne? Du kannst dich nicht ewig verstecken. Ja, sag mal. Ich versteck mich hier nicht, als würde ich mich hier verstecken. Das ist natürlich wieder ein verschlossener Schrank. Ich glaube, wir sollten wirklich mal ein bisschen mehr auf Hecken. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Ach, da unten ist er. Oh, da hat er schon ganz schön was mitbekommen. Kopf verkrüppelt, ja, das reicht, um ihn zu töten. Ich gehe mal noch kurz hier lang. Oh. Psycho, Psycho. Da hat sich wohl jemand zugedröhnt und ist dann gestorben. Und der war gerade in der Badewanne, als die atomare Katastrophe eingetreten ist. So, und runter da. Hm, Kommode? Nichts. Nicht, nicht. Noch hier irgendwo was? No, 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 no. Aber dem ist eine Leiche hier. Und die können wir natürlich wieder... Alter, abgenutzte Schlüssel. Gute Frage, für was ist der Schlüssel? Kleinkalibergewehr, Kreuzschlüssel. Wir haben, ich weiß, wir haben viel zu viel Zeug jetzt dabei. Wir müssen jetzt mal... Ja, sie sind überlastet und können nicht mehr laufen. Hm. Reparieren. Alter. Kleinkalibergewehr ist jetzt voll. Richtig geil. So, Kreuzschlüssel reparieren wir auch mal. Sie finden hier schon ganz schön was. RCW-Laser haben wir aber keine Waffe, keine Munition dafür. Wir können halt auch so vieles gar nicht reparieren. Das reparieren wir mal voll. 100. 100, 100, 100. Ist irgendwie besser, wenn wir die Pistolen... Die Frage ist, verkaufen wir auch ein paar von den Pistolen oder behalten wir die lieber zum Reparieren? Ich weiß gerade gar nicht. Was wäre sinnvoller, Freunde? Ich glaube, ich behalte die lieber, weil 9mm Pistole können wir immer gebrauchen. Vor allem, weil man dafür halt einfach immer Munition hat. Ah, okay. Haben wir hier noch irgendwo was? Nee, 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 nee. Nee. Nee, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon wieder aufnehme. Keine Ahnung. Haben wir die schon ausgeplündert? Ja, oder? Ja, haben wir. Ah. Huch, jetzt habe ich es mitgenommen. Ach. Mann, oh Mann, wenn ich sag's noch. Egal. Nicht so besser. Können wir das gleich mal reparieren. Und ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt vom Stock schon erkundet haben. Jetzt auf die Map. Moment, Daten, lokale Karte. Ich mal hoch. Gehen wir am besten mal geradeaus und dann gucken wir mal, ob wir rechts lang kommen. Da geht's nach Brim und da scheint. Ist da irgendwas? Nee. Da kommt es wieder. Da kommen wir wieder zum Hotel, aber da geht's nach Brim. Das heißt, da geht's nach draußen. Hm. Was haben wir hier? Hier waren wir noch nicht drin, ne? Kommode, Vorkriegsgeld. Da waren wir definitiv noch nicht drin. Hier scheint gar nichts mehr zu sein sonst. Ich muss halt wirklich alles abchecken, dass hier... Abchecken, yeah. Dass hier nicht mehr so viel in der Gegend rumliegt. Tür nach Brim. Guck ich noch kurz hier alles. Nehmen wir mit. Hier drin waren wir auch noch nicht. Da liegt... Was liegt denn da? Erpresserbrief. Notiz hinzugefügt, Erpresserbrief. Ich glaube, wir können die hier irgendwo... Genau... Mr. Peterson, wenn Sie Ihre Frau lebend wiedersehen möchten, bringen Sie das Geld am Dienstag ins Bison, Bison, Steve, egal, in kleinen, unmarkierten Scheinen, okay? Broschüre zu Vans Waffe.
Eines der spektakulären Museumsstücke, bla bla bla. Mojave Express Lieferung. Liefern Sie das Paket über Freeside zum nördlichen Eingang des Vegas Strips. Okay, das sind also Bonus bei Abschluss 250 Kronkorkens, aber wenig. Dieses Paket enthält 2 übergroße Würfel aus flexiblem Material. Okay, interessant. Gut. Gewehrschrank. Elektronenakku. Messer bleibt mal drin. Wunderkleber brauchen wir jetzt auch nicht. Geile Sache. Man findet hier immer, immer wieder was. Das ist sehr, sehr geil. So. Schreibtisch ist nix. Ich glaube, wir können es uns jetzt echt mal leisten, hier abzuhauen. Kommen wir jetzt hier raus. Was? Macht Spaß? Ja. Wieso haben die eigentlich immer den gleichen... Ah, wir kommen auf die Achterbahn raus. Also, wieso haben die eigentlich immer den gleichen Text? Das ist ein bisschen nervig. So. Ich auch wieder mit. Können wir gleich ein zweites Kleinkalibergewehr zusammenbauen. Waffe. Kleinkalibergewehr ist schon voll. Dann reparieren wir das mal mit dem. Und dann müssen wir dringend mal was verkaufen. So. Also hier kommen wir auf die Achterbahn. Dann können wir jetzt mal nach dem Typen suchen. Müssen wir denn da hin, den wir vorhin erschossen haben? Oh Gott, da müssen wir da, glaube ich, ganz außen rum. Oh ne, das tue ich mir jetzt nicht an. Ich gehe jetzt mal hier runter. Das tue ich mir jetzt echt nicht an. Ich glaube, wir haben jetzt das Hotel ziemlich gesäubert von den Pulverbanditen. Haben wir hier was drin? Kronkorken! Yay! Und hier ist leer. Hier ist auch leer. Schön, dass man immer schon von außen erkennt, ob was drin ist oder nicht. Na, die da, die da, die da, die da. Die da? Oh, ich glaube, da kann man sogar hoch. Kann man wirklich. Oder doch nicht. Aber hier scheint gar nichts zu sein, ist ja blöd. Ah, Mist. So, dann gehen wir mal zurück ins Wiki Advance. Oder wo müssen wir denn? Moment, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich dachte, ich hätte ihn jetzt befreit. Mit dem aus Bison Steve gerade den Beagle über den Schutz der Stadt reden. Wo ist der denn? Ist der da immer noch drin? Kann doch nicht sein. Ich gehe mal auf die Map, lokale Karte. Der ist da immer noch drin. Wie kann denn das sein? Okay. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ah, jetzt. Okay. Ja, wir mussten wahrscheinlich vorne zur Tür raus, damit die Quest sich aktualisiert. Der ist wahrscheinlich jetzt hier. Da ist er, oder? Ja. Nun, das war ja ein ziemliches Abenteuer. Diesen Sträflingen haben wir 1 oder 2 Lektorate erteilt, nicht wahr? Mich selbst aus der Versiegelung freizubrechen, natürlich ohne ihre Rolle dabei dämpfen zu wollen, aber das war schon spannend. Das Problem ist, Prim ist immer noch gesetzlos. Was tun wir, wenn uns die nächsten Raufbolde bedrohen und als Geiseln nehmen? Können Sie mir etwas über den Mann im karierten Anzug sagen, der hier vorbeigekommen ist? Wovon reden Sie denn? Sie sind jetzt der Sheriff. Können Sie mir etwas über den Mann im karierten Anzug sagen, der hier vorbeigekommen ist? Ach ja, meine Erinnerung ist schon viel klarer, jetzt wo ich entbunden bin. Ich schlich sammelte Aufklärung und Informationen über einige Pulverbanditen. Da kamen die Großkane mit ihrem Freund im Anzug. Sie sprachen über eine Lieferung von einem Kurier. Ich nehme an, das waren Sie. Sie sagten, Sie seien unterwegs über Nipton nach Novak, um dort eine Kontaktierung wahrzunehmen. Audi. Okay, sehr schön. Über Nipton nach Novak reisen, sich in Novak nach den Angreifern umhören. Aber vielleicht sollten wir den jetzt... Hallöchen, es ist schön, Sie wiederzusehen. Ich wollte gar nicht mit der reden. Aber den machen wir definitiv nicht zum Sheriff, oder? Oder können wir den überhaupt? Nochmals hallo. Ich nehme nicht an. Nun, ein Deputy ist nicht viel ohne Sheriff. Also dachte ich mir, ich gehe hier rein und beschütze diese guten Leute, bis jemand uns einen neuen findet. Dem traue ich irgendwie überhaupt nicht. Es sollte jemand Tapferes sein, wie Sie, aber mit mehr Bodenverhaftung. Jemand, der sich hier niederlässt und auf uns aufpasst.
Ich hörte die Pulverbanditen von jemandem im Gefängnis sprechen. Myers heißt er und soll Erfahrung als Sheriff haben. Vielleicht eine gute Wahl. Die RNK ist nicht weit. Die könnte man doch auch bitten, die Stadt zu übernehmen. Frage mich, warum wir nicht schon längst von ihnen geholfen werden. Ich werde helfen, Recht und Gesetz in Brim wiederherzustellen. Sie werden? Das ist ja grandios. Ich beginne schon mal über einige Fragen für das Einstellungsgespräch nachzudenken. Der Sheriff, der in der RNK-JVA eingekehrt ist, könnte eine gute Wahl sein. Sie könnten auch den RNK-Menschen da drüben überreden, die Stadt unter seinen Fittich zu nehmen. Obwohl Kriegsrecht nicht ganz so amüsierlich klingt. Frage ist, was ist besser für die Einwohner? Aufgaben. Beagle möchte einen neuen Sheriff für Brim. Er schlug einen Ex-Sheriff aus der RNK-JVA und die RNK als mögliche Kandidaten vor. Frage ist, ob die RNK das macht. Ich gehe mal wieder raus. So. Ah, wobei, nee, ich gehe noch nicht raus. Ich verkaufe erstmal einen Haufen Zeug. Wo ist denn der Johnson jetzt? Johnson. Bei dem können wir dann ja auch ein bisschen Munition kaufen, vielleicht. Wo ist der denn jetzt? Hallo. Der Sheriff hockt sich erstmal hin. Ah, da ist er. Hey, immer noch in Prim, was? Natürlich, so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht treffen Sie ja zufällig den geborenen Sheriff. Ich habe auch von einem Typen gehört, der im RNK-Knast an der I-15 sitzt. Ist vielleicht nicht die beste Empfehlung, aber Sheriff ist Sheriff. Die RNK könnte wohl auch für Ordnung sorgen. Doch nach dem, was ich gesehen habe, besitzt sie kaum genug Feuerkraft, um sich selbst zu schützen. Und die RNK hätte immerhin mehr Männer. Ich meine, ein Typ allein als Sheriff ist ja auch, egal wie viel Feuerkraft, nicht wirklich so ideal. Sicher. Naja, komm, wir verkaufen jetzt mal wieder ein bisschen was. Ich könnte echt mal die RNK-Dollar loswerden, oder? Aber die wiegen halt auch nichts, deswegen könnte ich die auch erstmal aufheben. Ich weiß eigentlich nicht, was wir damit anfangen können. Können wir damit bei der RNK einkaufen, oder? Wir kriegen auf jeden Fall einen Haufen Kronkorken dafür. Ich weiß gerade gar nicht. Können wir ja machen, wenn wir sie brauchen sollten. Ich verkaufe jetzt erstmal ein paar Pistolen, glaube ich. Na komm, die und die. Und die verkaufen wir jetzt einfach mal. Bankettwein kann ich jetzt auch mal alles loswerden. Ach stimmt, das ganze Bier und so weiter, was ja immer ein Malus von irgendwas bringt, das kann ich ja echt mal loswerden. Desperado Cowboyhut. Na, weg damit. Behalte ich alles. Dino-Spielzeug. Kein Gewicht, kein Wert. Behalte ich auch mal. Keine Ahnung, was wir damit machen können. Flammenpatronenwaffe, frische Kartoffel. Wert 5. Na gut, Wert 3, wenn man es verkauft. Frischer Apfel, das kann alles mal weg. Hackebeil kann auch mal weg. Alle Hackebeile. Hockeymaske, Waffenlos plus 5 kann auch mal weg. Chat, Kaugummi kann weg. Klebeband kann weg. Kreuzschlüssel behalten wir. Laserpistole, leere Spritze. Das wiegt aber halt auch alles nichts. Lego ein bisschen, Lunchbox. Löschschlauch, Spritzdüse. Oh Gott. Weg damit. Weg. Na, was haben wir denn noch? Weg. Dann weg, weg, weg. Schmutziges Wasser kann weg, weg, weg. Sensormodul kann weg. Eieiei, steinhartes Fallobst. Bla, bla, bla. Söldner Abenteurer. Vorkriegsgeld auch mal weg. Das ist ja eh nichts mehr wert. Whisky kann auch mal weg. Wodka kann weg. Wunderkleber. Nee, behalte ich jetzt erstmal. So. Jetzt haben wir richtig viele Deckel. Jetzt gucke ich mal, was wir uns dafür besorgen. Vielleicht wieder, na, die Munition, der hat viel zu wenig Munition für uns, als dass es für uns irgendwas bringen würde eigentlich, die jetzt zu kaufen. Genauso wie Cowboy-Rapetierer ist auch so, ich weiß nicht. Hüte, Einschlussflinte. Nee, irgendwie brauchen wir das doch alles nicht, oder? Ich guck mal nach 9mm Patronen, die können wir eigentlich noch... Wie viel haben wir denn davon? Huch, der hat gar keine 9mm Patronen. Blöd. Nee, komm, dann lassen wir das jetzt Geben einfach mal Sie so. Mir Bescheid, wenn Sie sonst... So. Und raus hier. Ich würde dich mal interessieren, wo auch diese Waffe hingekommen ist, die ja so mega toll gewesen sein muss. Haben Howdy. Wir denn jetzt noch... Moment, der Brimslim, der braucht noch Reparieren dazu, oder? Reparieren.
Wir haben da ja nichts dafür, womit wir unsere Reparierenfähigkeit steigern könnten. Jetzt muss ich gerade mal was überlegen. Jam, jam, jam. Das Bein heilen wir mal kurz. RNKJVA. Die RNKJVA einzubrechen oder uns durchzumetzeln, besser gesagt. Wie viele Fertigkeiten haben wir denn? Wie lange brauchen wir eigentlich noch bis zum Leveln? Scheiße, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich rede nochmal mit dem Brimslam. Howdy, Partner. Ja, komm, ist gut. Wissenschaft 30. Brimslam umprogrammieren, damit er als Sheriff von Brim dient. Oh. Brimslam mit 3 Kernspaltungsbatterien und 4 elektrischen Leitern umprogrammieren, damit er als Sheriff von Brim dient. Das wäre irgendwie zu einfach, oder? Wissenschaft 34 von 50. Das würde ich ja gerne als erstes machen. Weil da brauchen wir noch 15 Wissenschaft drauf. Und wir haben... Wobei, wir brauchen eigentlich nur 6 Wissenschaft drauf. BZW. Ja, wenn wir das Wissenschaftsmagazin nehmen. Ich könnte ihn jetzt echt zum Sheriff machen, aber... Nee, komm, ich mach das jetzt ehrlich nicht. Weil irgendwie der hat erstens keine Waffen, so wie es aussieht. Und zweitens wirkt er mir nicht gerade zuverlässig. Vor allem, weil er die ganze Zeit nur von Vicky und Vance erzählt und eigentlich nicht wirklich... Ja, nicht wirklich irgendwas für die Bürger tut. Ich glaube, ich mache jetzt auch gleich mal eine kleine Aufnahmepause. Zumindest eine sehr kurze Aufnahmepause, macht dann danach weiter. Aber jetzt gucke ich erstmal, wo die RNKJVA ist. Die markiere ich mir mal. Die scheint ja schon markiert zu sein, Weltkarte. Was ist denn das? Moment, da ist die RNKJVA. Da können wir sogar sofort hinreisen. Und was wäre das andere denn nochmal? Aufgaben? Achso, die RNK-Fragen, natürlich. Ich glaube, dadurch, dass die RNK-Justizvollzugsanstalt am weitesten entfernt ist und, sage ich mal, Brimslam umprogrammieren und die RNK einfach zu fragen, ob sie die Stadt verteidigt, viel zu einfach ist, denke ich mal, dass es tatsächlich am besten ist, diesen Gefangenen in der JVA als Sheriff einzusetzen, einfach weil es am schwierigsten ist, da dran zu kommen. Weil ich meine ganz ehrlich, der Rest, das können wir jetzt ganz einfach machen, Brimslam umprogrammieren, die RNK fragen und die werden dann als Sheriff da dienen oder besser gesagt die Stadt beschützen, aber da hinzugehen, das ist ja irre weit eigentlich auch. Ich glaube, das machen wir mal. Wir gehen mal in die RNKJ-Justizvollzugsanstalt. Ich denke auch, dass die wenigsten das bisher gemacht haben, einfach weil es am schwierigsten ist. Und das mache ich jetzt gleich. In der nächsten Aufnahmesession allerdings. Wir sehen uns dann, gleich wieder. Euer Fennec.